sorry? €200. About €200, yeah. Ich hab gesagt, was kriegst du dafür, dass du den aufsetzt? So, in die Kopfhörer. Ist die Kopfhörer? Sehr gut. In Deutsch, in German, what you think about the sound quality, how it compares to other possibly similar makes. Can you show me your headphone, please, for a moment? Ich mag die Qualität, ich mag die Ausführung. Ja. Ich glaube, es ist der erste Kopfhörer, der Metall hat. Auf jeden Fall der erste DJ-Kopfhörer, der halt einfach hier einen sehr robusten Eindruck macht, weil das ist halt einfach auch bei dem Vorgänger eine Sollbruchstelle gewesen. Ne? Bitte? Der Sound ist ziemlich warm. Ich mag den Sound, ja? Ich mag den Sound, der ist ziemlich warm bei den Kopfhörern. Ja. Und die Verarbeitung ist toll. Und ich finde es gut, dass ich ihn danach behalten habe. Und im Gegensatz zur Konkurrenz, wie Sennheiser so, ist er auch nicht so hochtönig in dem Frequenzbereich. Vor allem im Haussektor oder sowas, tut er nicht so stark weh. Raffiniert. Okay, in English then, and also in German, your marks out of 10. So it is expensive, yeah? I think it's one of the expensive ones on the market. Yeah. But so it's more than an 8. Yeah. It's not a 10, but the price. I would say a 9. 9, yeah. Maybe a 9. Okay, that's only because you want a pair. No, nothing is perfect. Nothing is perfect. Exactly. No, exactly. Yeah. To give a 10, you need more time to check it out, but... You can't. You're right, you can't give... First impression is a 9. Okay. And maybe it's going to a 10. Okay. All right, gentlemen, thank you very much indeed. Okay, thank you. Danke.